Also zu dem Zeitpunkt war es einfach so diese offene Produktion, es war alles irgendwie hell. Man hatte irgendwie von früher irgendwie so im Kopf, Produktionshallen sind dunkel und dreckig und sowas, und hier war es einfach komplett anders. Durch Studium habe ich zwar gelernt, dass das an sich einfach ein komplett anderes Bild ist mittlerweile, aber trotzdem einfach so dieser Umgang mit den Leuten. Hier, man hat gesehen, dass die Leute Spaß haben bei dem, was sie machen. Und das Ganze hat mich einfach überzeugt, so im Ganzen. Auch die, wo uns betreut haben, wirkten motiviert, obwohl es Freitagnachmittag war, wo auch wir als Schüler keine Lust hatten. So. Und das Ganze hat dann einfach so einen guten Eindruck hinterlassen an sich. Mein erster Tag war erstmal sehr überraschend und einfach überwältigend, weil man so viele neue Namen bekommen hat, die ganzen Abteilungen erklärt bekommen hat. Das Ganze dann erstmal zu verarbeiten, ist ziemlich viel für den ersten Tag so als Eindruck, aber was man am ersten Tag nicht mitnimmt, das lernt man halt über die weiteren Tage einfach wiederholen, und dadurch kommt man da schön rein in die ganze Sache. Am ersten Tag war dann auch mal die Geräte kennenlernen, die ich dann letzten Endes im Praxissemester betreut habe. Und da einfach mal so einen ersten Eindruck zu bekommen, was macht man überhaupt in der Abteilung genau, was gehört alles dazu, worum geht es überhaupt im Endeffekt, was ich am Ende machen soll. Und dann einfach Leute kennenlernen so ein bisschen und einen Betreuer so ein bisschen die Einführung zu bekommen in die ganzen Systeme. Aber alles auf einem sehr lockeren, entspannten Zusammenarbeiten so. Also ich finde das hier ein sehr freundliches Miteinander. Man wird sehr offen empfangen, auch als ich als Praktikant hier reinkam. Da war direkt alle offen. Wenn man Fragen hatte, konnte man sich an jeden wenden, ohne irgendwie komisch angeguckt zu werden. Auch wenn die Fragen vielleicht am Anfang auch mal ein bisschen doof wirkten, so auf den ersten Eindruck. Aber da waren alle gleich offen, haben einem weitergeholfen. Es ist ein freundliches Miteinander. Man wird als Praktikant nicht irgendwie unten drunter gestellt oder sowas. Man wird voll integriert in das Team. Diese Hierarchien gibt es spürbar relativ wenig bis gar nicht eigentlich in der Firma. Und ja, man bekommt nicht als Praktikant einfach nur die langweiligen Praktikantenjobs, um die abzuarbeiten, sondern man wird voll integriert und hat, je nachdem, wie man sich dann anstellt, umso besser man sich anstellt und auch vorwärts geht, umso besser wird dann auch die ganze Einstellung. Und man bekommt mehr Verantwortung übertragen, und das war einfach sehr schön so, auch sich quasi in dem Praxissemester schon hochzuarbeiten so ein bisschen.